Müssen wir erstmal hier wieder raus. Möglichst nicht vom Dach fallen. Nein! Ich Volltrottel. Also der Spielstand ist hoffentlich dort bei dem Typen. Jetzt irgendwo mal ein bisschen vom Dach springen. Vom Dach kommen. Und dabei Dampf zu gehen. Hier können wir noch was aufnehmen. Aha. Schlüssel zur Vordertür. Das macht das Ganze deutlich leichter. Ja. Auf zu dem Tempel. Komm mal nicht raus. Okay, hier waren wir, glaube ich. Hier kamen wir raus. Hier kamen wir rein. Wie sind wir hierher gekommen? Doch über den Turm. Als ob. Verdammt, Mann. Er stürzt mich hier zu Tode. Die schwersten Kämpfe bestehen aber hier. Und ein Fels zugrunde gehen. Meine Fräse. Stunden später. Hat den Schlüssel. Unser Tagebuch. Und hoch hier. Langsam. Oder auch schnell. So muss das. Das wäre ich da nicht runtergekommen.
So, wo muss ich jetzt hin? Hier mal rüber. Hier ist ein Schnellreiseschild. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Ah, hier unten. Da haben wir diesen Schnellreisepunkt. Okay, mal gucken. Das ist noch ein ganzer Weg. Dann müsste ich mal Plätze holen. So kommen wir schneller voran in der freien Natur. Und wir reiten in den Sonnenuntergang bzw. den Sonnenaufgang. Das ist 4 Uhr. Scheiße, an ein paar Stöcker im Boden. Was da wohl passiert ist? Juckt mich gerade nicht. Und wir sind da. Absteigen. Okay, ich warte draußen. Ich würde sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter am nächsten Stream. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt rein hier. Hier wird es düster. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Das Navi sagt. Außerhalb? Naja. Plötzlich bleibt hier. Beim Tempel hieß es. Wenn wir uns mit ihm treffen. Naja. Bei Kreve, deine Augen leuchten so im Dunkeln, ich dachte schon, die Echse kommt. Das Ding, das angegriffen hat, wie groß war es? Zu groß, der damit Brüller. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Na toll. Ob es die Kaufleute erwischt hat. Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Ist nicht weit. Ein Futter den Weg hoch. Ich kam auch erst gerade rein. Die Gefahr ist vorüber. Die Bestie muss schon lange fort sein. Sicher lauert sie uns auf. Sobald wir rauskommen, geht sie auf uns los. Mich hat sie nicht angegriffen. Hat sicher gesehen, dass du ein Hexer bist. Gar nicht dumm, die Echse. Wenn du nicht helfen willst, geh. Wir warten hier. Königlicher Wyvern, ich Glückspilz. Still. Wenn was passiert. Und wenn der Hexer das Vieh wütend macht. Okay, wir haben eine Echse zu besiegen. Na dann.
Hoffentlich überrascht mich nicht im Dunkeln. Ich muss exakt in eine andere Richtung. Was ein Mann sät. Aha. Ich sähe überhaupt nichts. Es ist dunkel hier, ich kann ihn nicht hören. Aha. Hier ist ein Feuerchen. Hat jemand eine Fackel aufgestellt? Ausmachen, ich bin nicht blöd. Tja, bisher keine Echse. Nur dass nicht gleich den Jumpscare des Todes gibt. Auf einmal ist es nachts. Einige Zeit später. Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris, wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein heißes Eisen in der Brust. Er nimmt deine Seele. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschafft haben. Da kommt der Teufel sich die Seele holen. Und von Everett hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odem, was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele? Nein, dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir drei Wünsche erfüllt hast. Und wir? Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun, sieh mal einer an. Der Mond. Was? Nein, wir hatten einen Pakt. Der Mond ist da. Dort. Nicht hier. Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond. Erfüllst du unseren Pakt? Bastard! Du hast betrogen. Ich betrüge nie. Pass auf, was du dir wünschst. Ach, was soll es? Es ist vollbracht. Deine Seele. Der Bastard. Was soll ich mich da einmischen?
sehe da absolut keine Verpflichtung ihm gegenüber. Endlich ist es vorbei. Wir sollten uns wiedersehen. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nicht lang genug, vier Leute. Nimmst du jetzt das Mal weg? Ah, sofort. So. Nun sag mir, welche Belohnung du gewählt hast. Oha. Ich will so schnell sein wie der Wind. Ich will nie wieder hungrig sein. Wenn Schnapsflasche, die immer voll ist, macht mich reich. Und dir will ich nichts. Wir haben gesehen, was gerade mit ihm passiert ist. Wir haben gerade gesehen, es ist dieser Bastard. Der dreht einem aus jedem Wort, was man sagt, ein Strick. Das ist die einzig richtige Antwort ist. Danke, dass du den Fluch von mir genommen hast. Mach's gut, schönes Leben noch. Ich will nix. Das ist. Wäre alles sehr verlockend. Nie wieder hungrig sein, großartig für das Abenteuer. Schnell sein wie der Wind, sehr großartig. Schnapsflasche, die immer voll ist, um sich im Kampf heilen zu können. Mach mich reich, da können wir uns alles kaufen. Aber nee, das ist die einzige, wir haben die letzten gefühlt 100 Streams. In echt war es ein bisschen weniger, aber es ist die einzige Antwort, die wir geben können, um da heil rauszukommen. Das ist die letzte hier. Ich will gar nichts von dir. Bist du sicher? Ich vermag vieles. Ich war nie sicher. Leb wohl, Odim. Wir tun nicht noch einen Pakt mit dem Teufel. Und was ein Pakt mit dem Teufel bringt, haben wir gesehen. The Witcher Wild Hunt. Expansions Pack. Heart of Stone. Fertig, vorbei. Durchgespielt. Schaut so aus. Ja, es war die letzte Entscheidung. Wir hätten uns jetzt irgendwas wünschen können, da wären wir. Hätte vielleicht auch irgendwas gebracht, hätte vielleicht auch irgendwie was. Ich hätte es. Wäre jetzt verlockend zu sehen, was passiert wäre, aber. Es. Mein lieber Scholli, nee, das ist nach dem, was wir in diesem DLC gesehen haben bis hierhin. Nein, wirklich nicht. Ist das Beste, dass wir den ziehen lassen und uns nichts wünschen. Ist die weiseste Entscheidung. Gut, na dann würde mal sagen, wir machen natürlich gleich noch weiter mit, wir spielen gleich noch heute weiter mit dem zweiten DLC. Da haben wir noch Blood and Wine haben wir jetzt noch vor uns. Ja, so schaut es aus. War doch ein großartiges DLC. Also die Story hier
Und bei dem Fluch mit dem Mal an seiner Stirn, in dem Olgiert. Ach. Nicht meine Lieblingsgeschichte. Ja, es ist. Um ganz ehrlich zu sein, den Olgiert, hat mir gar nicht leid getan, den Stern zu sehen. Und das, was der uns angetan hat, was der anderen angetan hat im Verlauf des Spiels, dass der jetzt hier ist, dass der weg ist, dass dem seine Seele beim Teufel in der Hölle ist, das ist. Ist gut für die Welt. Gut. Na, ich denke, wir können auch die Credits überspringen. Müssen wir es nicht nochmal ganz angucken. Sand und meines Weins. Trifft den Hohlweg mit den Rittern auf aus. Ah, okay. Als Beginn war das die jetzt hier. Blood and Wine. Sand und Mann des Weins. Auf dem Mond. Stehend hat er seine Seele verloren. Trifft dich im Hohlweg. Ja, das ist Expansion Pack Blood and Wine. Dann würde ich mal sagen, na, probieren wir noch einen, kurz mal meditieren, bis zum Morgen. Dann würde ich mal sagen, willkommen zum zweiten DLC von The Witcher. Von The Witcher 3. Dieses Blood and Wine. Mit dem Zwergenfluss natürlich. Oh, scheiße. Schön, haben wir überlebt. Nehmen wir auf die Map. Siedlung der Steinschneider. Okay, da müssen wir hin. Wir haben hier ein Boot. Da müssen wir wohl hinfahren mit dem Boot. Aber wir haben ja absolut keine Schnellreise. Da hinten ist ein Dorf. Das könnte auch helfen. Jetzt sollten wir da mal hin. Die Banditen lassen wir mal links liegen. Hier sind wir gleich wieder auf der Straße. Auf dem Weg, wurde er gesagt. Da gibt es ein Dorf. Bevor wir hier wieder mit dem Schiff fahren, mit dem Boot, haben wir hier vielleicht ein Dorf, wo wir uns einen Reisepunkt setzen können. Damit wir auch zukünftig hier wieder herkommen können. Falls wir den Mond noch mal sehen wollen, ist das vielleicht ganz praktisch, hier noch mal herkommen zu können. Weißt du, siehst du zufällig nach Norden? Ah ja, hier haben wir eine Wegmarkierung. So, dann würde ich mal sagen, machen wir eine Schnellreise. Habt ihr schon aufs Bootfahren gefreut? Ich bitte um Verzeihung. Ich will das hier ein bisschen abkürzen. Damit wir einen guten Start ins DLC schaffen.
So, triff dich am Hohlweg. Bring die Ritter los. Toussaint. Die müssen wohl hier sein. Hallo Ritter.